Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Wir haben hier zwei Bambinis und drei Eingeborene bei uns in unserem kleinen Wall gefangen. Super süß und super sexy könnte man es nennen. Da unten ist der Crew schon bei der Arbeit. Ich würde ja gerne mithelfen, aber leider bin ich gerade schwer beschäftigt und muss mir leider gerade ein leckeres Rehfilet braten. Jetzt bin ich fertig. Ich komme mal helfen. Ich weiß ja, dass der Crew das nicht ohne meine Hilfe schafft. Hallo, Herr Crew. Ohne Feder. Die Feder möchte ich ganz gerne mal mitnehmen eben. So. Jetzt kann ich helfen. Da, guck mal. Mit meinem unglaublichen Können habe ich ihn natürlich direkt hier zu Boden gestreckt. Ja, weil er sich nicht mehr bewegt hat. So, ich glaube, die Alte ist auch noch nicht ganz fit. Doch, die funktioniert schon. Der da ist übrigens noch nicht tot, ne? Hast du gesehen? Wir sollten aufhören, uns gegenseitig zu hauen. Einer muss er noch. Einer muss noch. Da fluppt er weg. Ah, ich mag übrigens Zähne. Da ist noch eine, Tante. Hey, Crew, mach mal keine Szene hier. Boah, wir können hier gar nicht mehr so viele... Ich glaube, wir sollten innen mal ein bisschen Deko aufstellen vom Wall, oder? Ich glaube, ich fange mal an, ein bisschen Deko zu bauen. Wir bauen mal ein FEG. Was bauen wir denn für ein FEG? Small FEG, Large FEG? Hä? Groß haben wir, denken wir. Nur große? Aber die geben doch alle das Gleiche. Ich mach mal Small Effigies. Solange man sie wieder anzünden kann, ist doch alles in Ordnung, würde ich sagen. Sollen wir sie außen setzen oder innen? Außen bis in innen. Obwohl, innen können wir halt die Fackeln machen, oder? Kann man Fackeln bauen? Ja, hier ist Standing Fire. Kann man die auch immer wieder anzünden? Ja. Standing Fire. Wo drunter ist denn das? Ah, okay. Danke. So. Boah, setz ich mal hier einfach eins. Oh, das sieht doch schon mal ganz süß aus. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal ganz kurz eben raus und stell draußen mal das erste Effigy hin. Ja. Schwupp. Da sind wir einfach mal jetzt hier hochgekrabbelt. Das klappt okay, ganz gut. Was liegt denn hier drauf? Was liegt denn hier? Wo denn? Keine Ahnung. So, dann bauen wir mal ein Effigy. Und zwar ein Large Effigy. Und zwar direkt hier an den Eingang, würde ich sagen. Ne, damit es so ein bisschen abschreckend wirkt. Was es natürlich in keinster Weise tut. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So, erstmal alles verbaut soweit. Ein bisschen was fehlt noch, aber ein bisschen Material können wir hier ja auch noch aufsammeln. Das ist ja alles kein Problem. Jo. Und genug Einzelteile liegen hier auch rum. Ich bin übrigens covered in Matt gerade. Ich bin total unsichtbar. Ich wette, du siehst mich auch schon gar nicht mehr. Das Schöne ist jetzt gerade einfach mal, es ist Nacht, es ist dunkel, ich sehe einigermaßen etwas und es gibt keinen Plinkploing. Ich bin auch drin, oder? Nee, du bist draußen. Ich bin draußen. Ja, ja, ich organisiere gerade noch ein bisschen Holz. Ich habe mir gedacht, den restlichen Schmand da, den baue ich mal eben ganz schnell zu. Weil dann dürfte mal endgültig Ende sein mit hier, komm, Eingeborene rein. Ja, zwei Hölzer brauchen wir noch. Ja, ich habe zwei Stück auf der Schulter. Ich muss gerade nur mal eben den Eingang finden. Ja, wo ich bin. Ja, es sind aber leider drei, die fehlen. Zwei. Nee, tatsächlich, das waren wirklich nur zwei. Juhu. Yay. Damit haben wir auf jeden Fall unseren Wall, unser Dörfchen fertig. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. Das muss ich mir jetzt von oben anschauen. Es ist gewaltig groß geworden. Ich hatte gar nicht vor, dass es so groß wird, aber naja, gut. Wir können stolz auf uns sein. Sowieso. Ja. So, dann komme ich hier nochmal zurückgelaufen. Los. Wo ist denn Los Eingang? Da ist Los Eingang. Wie gesagt, das mit dem Rüberkrabbeln muss man ein bisschen üben. Es ist vor allen Dingen merkwürdig, dass man halt dann unter der Karte landet. Ja, tut man halt wirklich.
frage mich jetzt gerade, ob ich wieder hochkomme irgendwie. Ja. Ach. Das ist ja toll. Das klappt ja wieder ganz hervorragend alles. So, jetzt komme ich endlich hoch. Das Seil hängt halt komplett einmal durch. Durch den Boden. Ich habe gerade Musik gehört. Ja. Ich sehe aber leider keinen. Upsa. So, ich filetiere hier mal ein bisschen rum, ne? Tust du das? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Da, ich fühle mich hier gerade einfach sowas von in Sicherheit. Ja, schön, oder? Hast du mich jetzt gerade geschlagen? Nein. Ein Arm. Ja? Ach, ich bin hier gerade, ich brauche noch einen Arm hier für unterwegs. Oh, guck mal, was wir hier drin haben. Was denn? Ja. Ist ja nicht Eingeborene. Hä? Ist ja nicht Eingeborene. Nö, aber eine Statue von denen. Ja, dann reiß den Ramsch mal ganz schnell ab hier. Die haben so eine Blondine aufgeknüpft. Was? Aber wenn das gut aussieht, dann lassen wir das aber hier. Nö, sah nicht so gut aus. Schon weggemacht, oder was? Ja. Ich wollte aber eine aufgeknüpfte Blondine sehen. Wolltest du das? Alter, was hier an Zeug rumliegt. Und Schokoriegel hatte dann auch einen Eingeborener dabei. Das war scheinbar doch ein zivilisierter Eingeborener. Hast du denn jetzt schon FEG? Ja, oh. Draußen habe ich ein FEG. Vielleicht kann man sogar von hier drin befüllen. Kann man tatsächlich. Oh. Ist natürlich auch wieder mehr als praktisch, ne? Doch, nur Köpfe brauchen wir. Nur Köpfe? Warum ist das Wasser eigentlich weiß? Das ist kein Wasser, das ist Milch. Oh, okay. Wir sind doch hier in dem Land, wo Milch und Honig fließen. Und deswegen ist das Milch da draußen. Ach, da ist der Arm endlich abgefallen. Ich dachte schon, heute wird nichts mehr. Ich trinke mir mal gerade einen Schluck Wasser aus unserem Wasserpräservoir. Nee, warte mal, Präservoir war was anders. Ah, es wird Tag, wie schön. Yippie, yay, Schweinebacke, ich freue mich. Ich baue mal einen zweiten FEG. Also von innen kommt man relativ gut raus. Nur von außen ist halt ein bisschen... Das habe ich das gesagt, jetzt hänge ich natürlich schon wieder unter der Karte. Das ist ein Traum, ist das. Also das funktioniert ja schon fast bugfrei. Muss man das Wort bugfrei, aber bugfrei anders definieren? Ja, das ist... Ist aber schön hier, wenn man so mit dem Oberkörper rausguckt aus dem Boden. Kommst du da einigermaßen gut raus? Deshalb bin ich tatsächlich unter der Karte. Na, da kommt er rausgekrabbelt. Na supi. Ich komme aus der Erde gekrabbelt. Bist du auch covered in Matt? Es wäre jetzt ein witziger Zufall gewesen, wenn man tatsächlich durch den Bug, dass man unter der Erde landet, covered in Matt. Was ist diese Anzeige hier mit dem Holz? Siehst du das auch Holz. Hier? Was dass denn? Hier ein Stick liegt. Na super, jetzt bin ich wieder drin. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Hm? Meine lieben Freunde der Freundlichkeit. Jo, ich würde sagen, dann organisieren wir Holz. Du schnappst dir ein Sled und ich richte mal irgendwo dann dieses Lagerteil ein, mal langsam. Hm? Ja, lustig. Dreh ich mal bitte um. Tschüssi Koski. Ja, wolltest du nicht was von draußen holen? Nein, ich wollte einfach drin bleiben. Ja, gut. Ich gehe auch mal rein. Tschüss. Ich hoffe jetzt mal, die kommen auch wirklich nicht rein. Hier haben wir noch ein Köpfchen, was wir kurz abdrehen können. Jo, da kommt ein Ärmchen.
Lass das da liegen. Das will doch keiner haben. So, was hat Effigy fertig? Nö. Wie viele Köpfe müssen denn da noch dran? Wir haben ja gleich einen Kopfengpass. Soll ich dir was sagen? Sag mir was. Körper decayen. Tun sie. Gerade ist vor mir einer. Ja, ist vor mir. Die Waschbären cheaten, die rennen einfach durch den Wall. Das hab ich schon immer getan. Was liegt denn hier noch alles rum? Zähne und ein Bein und ein Arm. Och toll. Alles, was man so zum Spielen braucht. Wir brauchen übrigens noch 32 Loks. Hast du gerade Bock rauszugehen? Nee, ich hab gerade erstmal Bock, was zu essen. Okay. Ich baue dann hier gerade nochmal so ein Standing Fire, ne? Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir noch ein bisschen mehr haben. Damit wir das in der Nacht hier mal ein bisschen kuschelig warm haben. Ich weiß ja, du bist ja auch mehr so der Romantiker. Wusstest du, dass Vögel inzwischen verbrennen können? Ja, die fliegen manchmal ganz gerne in so Feuer rein, das ist ganz witzig. Ja, hab gesehen. Also der Baum muss auf jeden Fall weg, der ist hier zu nah an der Barrikade. Das will ich nicht haben. Das ist mir zu gefährlich. Nee, das wollen wir so nicht. Außerdem muss hier drin mal wieder der Rasen gemäht werden. Das sieht ja aus wie bei der Schlömpels hier. Warte mal, die Schlömpels. Information, ich hau mir gerade erstmal eine Soda rein. Oder? Ja, doch. Oder? Ja, nee. Ich baue mir lieber Molotow-Cocktails. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal wieder einen Ausflug zum Strand machen in der nächsten Folge, weil wir benötigen Dinge. Okay. Nö, Stoff und sowas brauchen wir alles, weißt du? Nein, nicht doch. Fällen. Nein, hab ich doch gar nicht vor. Sollen wir mal ringsherum hier Standing Fires machen, damit man hier gut sehen kann? Ja, jetzt nicht so gespammt, sondern... Soll ich die gerade mal eben setzen? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch einen hin. Und hier noch einen hin. Und dann vielleicht noch hier einen hin. Also 5 Stück, das müsste dann eigentlich reichen. In der Mitte lohnt sich das noch nicht, irgendwas zu bauen, weil ich noch nicht genau weiß, wie das dann jetzt schlussendlich da kommen soll. Ich wollte mir noch ein Haus irgendwo hinbauen. Das Lager muss ja auch noch mal irgendwo. Kann dieser Baum vielleicht jetzt mal nachgeben? Ich glaube, es geht hier los. Da hartnäckig. Ja, ja. Der wollte nicht sterben, oder sterben, der Baum wollte nicht sterben, ja, der wollte nicht umfallen. Welchen Baum hatte ich denn jetzt angehackt hier eigentlich? Warst du das? Ich glaube, das, oder welcher war das? Ne, der war das. Schubidu, schubidu, dub, 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 dub. Es ist übrigens gerade erschreckend leise draußen, vielleicht solltest du mal gucken gehen. Ja, super, jetzt fährt er natürlich raus. Wer fährt raus? Na, der Baum hier. Ja. Komm her, Bambi. Verdammt! Ist mir das Bambi durch die Lappen gegangen. Hi. Welch Unverschämtheit. So, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben da lassen. Und morgen wieder einschalten in der nächsten Folge von The Forest. Bis dann. Tschüss.